Kennt ihr Laugen-App? Ich sehe die immer beim Bäcker am Flughafen und finde es dann schade, dass ich mir die nicht kaufen kann. Aber eigentlich kann man sie auch ziemlich leicht selber machen, ohne tierische Zutaten. Und wie das geht, zeige ich euch heute. Zuerst 2,5 Tassen Mehl mit 2 Teelöffeln Trockenhefe, 1 Teelöffel Salz und 1,5 Teelöffel Zucker verrühren. Und dann eine Tasse lauwarmes Wasser dazugeben. Etwa 10 Minuten lang auf mittlerer Stufe kneten. Etwas Olivenöl in eine Schüssel und auf die Hände geben und den Teig dann darin etwa eine Stunde ruhen lassen. Am besten geht das mit einem feuchten Tuch abgedeckt im etwa 30 Grad warmen Backofen. Nach einer Stunde sollte sich der Teig etwa verdoppelt haben. Dem Teig einen Schlag verpassen, damit die Luft entweichen kann und auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmal gut durchkneten. Zu einem langen Baguette formen und in etwa 12 Teile teilen. Diese einzeln zu Kreisen ausrollen und mit veganer Butter bestreichen. Alle Kreise aufeinander schichten und auf den letzten Kreis keine Butter streichen. Jetzt ausrollen. Am besten geht das, indem man die Rolle nur aufsetzt. Den Teig in 6 gleiche Teile schneiden. Diese auf ein Backblech legen und nochmal etwa 20 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 210 Grad Celsius vorheizen. Für die Natronlauge brauchen wir 2 Esslöffel kochendes Wasser und 1 Teelöffel Natron. Ganz vorsichtig verrühren und am besten mit einem Pinsel auf die Laugenecken auftragen. Dann nochmal mit veganer Butter bestreichen und Salz und Sesam darüber streuen. Jetzt etwa 20 Minuten lang bei 210 Grad Celsius knusprig braun backen. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren, Kommentare oder Fragen posten. Und jetzt viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!